willkommen zurück zum dritten Teil vom Let's Play Eurotruck Simulator 2 Multiplayer mit mir, mit dem Peter. Ja, wir befinden uns immer noch auf der Fahrt von Osnabrück nach Warzimmer, nach Warschau. Und haben jetzt noch knappe 160 Kilometer vor uns. Das bedeutet eine kleine Tour. Und dann sind wir auch schon fertig für heute. Ja, wenn es euch auf jeden Fall gefallen hat, dann lasst mir immer einen Daumen nach oben da, das wäre cool. Denn ja, ich möchte gerne, ja, es mal schaffen, so 100 Likes zu haben. Ich meine, das müsste ja zu schaffen sein. Und ja, wenn euch sowas gefällt, dann ja, schaut euch dann weitere Folgen von mir an, denn ich habe noch einiges vor. Denn ja, die nächsten Planungen stehen eigentlich schon an. Und zwar wird es sein, dass wir am oder Anfang September, wenn mein neues Projekt angelaufen ist, wo ich dann arbeiten gehe, ja, werde ich einen Megakonvoi planen. Das heißt, einen Megakonvoi zusammen mit verschiedenen Partnern. Und ja, wäre doch cool, wenn wir sowas machen könnten, ne? Und dann wird es sicherlich spaßig werden. Ja, des Weiteren habe ich noch ein paar andere kleine Dinge noch vorbereitet. Und zwar, ja, ich werde wahrscheinlich an der 12-Stunden-Leitstellenfahrt von OMSI 2 Players einen Livestream machen. Das bedeutet, ja, ihr werdet live dabei sein, wenn ich in OMSI ein paar Touren fahren werde. Und ja, via Livestream werde ich mich dann öfters mal in verschiedenen Leitstellen mit reinziehen und ja, mal schauen, wie es da wird. Ja, die Anmeldung kommt dann noch. Oder ich werde euch auf jeden Fall mal in die Dinge reinschreiben mal. Wann das genau losgeht, da gibt es auch noch einen Infoflog von mir. Den werde ich dann zusammen mit den Erstellern dieser 10-stündigen Leitstellenfahrt machen. Ja, seid doch da mal gespannt. So, wie ihr seht, wir sind auch schon bald am Ziel unserer kleinen Tour heute Morgen. Denn ja, ich muss nachher auch wieder arbeiten gehen. Habe Frühschicht die Woche, das heißt, deswegen kommen diese Woche nicht so viele ja, Let's Plays von mir. Aber wieder dann in der Spätschichtwoche wird es auf jeden Fall wieder viele geben. Und von daher wird es sicherlich lustig werden. In Baden-Württemberg ist nämlich heute der letzte Schultag. Das heißt, dann haben die Kiddies oder auch junge Teenager ja schon wieder Ferien. Und ja, das bedeutet für die Eltern natürlich ja klar, 6 Wochen lang Ferien oder 6 Wochen lang die Kiddies zu Hause. Und ja, hat Vorteile, hat keine Vorteile. Aber Gott sei Dank, ich bin aus dem Alter raus. Aber dafür ist ja die Arbeit da, ne? Genau, so wie sie es gehört.
wir kommen jetzt auch langsam zu unserem, ja, kleinen letzten Teil, denn wir haben noch knappe 30 Kilometer vor uns. Das heißt, ja, dann ist auch schon dieses Let's Play vorbei. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal fürs Einschalten heute, denn ja, wenn ihr das Video seht, es kann sein, es kommt dann erst heute im Laufe des Tages online. Denn ja, ich muss ja arbeiten gehen. Und ich kann ja nicht so viel in YouTube immer hochladen, wie ich will. Oder beziehungsweise zwar schon, aber ja, wie immer halt, ne? So. Oh, diesen Bug haben sie jetzt endlich auch mal gelöscht, denn. Oder gelöst, denn ja, man hatte nämlich, wenn man hier im Multiplayer war und man ist immer hier durch Polen durchgefahren, hatte man auf jeden Fall die Probleme, dass dann jedes Mal einen, ja, kleinen Bug gewesen ist, denn man konnte wieder nicht mehr. Oder man bekam auf jeden Fall jedes Mal eine Fehlermeldung. Und ja. Aber ja, ist ja egal. Ja, meine Freunde, auf jeden Fall, ich möchte mich bei euch bedanken, ne? Denn ja, ohne euch würde ich die Let's Plays nicht machen. Und ja, ohne euch hätte ich keine fast 880 Aufrufe. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Stay positive, positiv denken, ne? Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, bei dem immer was ihr auch tut. Und wir sehen uns auf jeden Fall wieder zum nächsten Let's Play mit mir, mit dem Peter. Und ja, lasst es euch gut gehen. Und wir sehen uns auf jeden Fall zum nächsten Let's Play wieder. Bis dahin, euer Peter. Ciao, ciao.